Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopfhörer hier bei OK 54. Es gibt Menschen, die trifft man mehr als einmal im Leben. Es gibt auch Menschen, die kommen mehr als einmal zu uns hier in die Sendung, weil es wieder was Neues gibt. Außer der Musik gibt es auch bei Steff Becker, heute Abend unser Gast hier, eine neue Frisur. Grüß dich, Stefan. Hallo, Axel. Hat sich viel getan in letzter Zeit. Du hast dich musikalisch auch wieder ein bisschen umorientiert. Du bist ja ein Künstler, der sich ständig neu erfindet. Nicht nur Frisurentechnik, sondern auch kulturell und musikalisch. Steff, was liegt an? Was ist neu? Ja, was gibt's Neues? Es gibt eine Live-CD mit meiner Steff Becker Band und eine DVD, die im Sommer fertig sein wird. Künstlerisch hast du dich ein bisschen anderweitig ausgerichtet. Du bist ganz weg vom Cover. Ich habe gehört, also wenn überhaupt noch Cover, dann bei Benefizaktionen oder im Zugabenteil. Wieso dieser Sinneswandel? War ja nie mein Ding eigentlich. Covern ist bei mir entstanden durch, wie gesagt, Einspringen irgendwo. Damals bei dieser Cockerband, da ist der Sänger weg. Die hatten halt noch 20 Gigs und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Aber das ist nicht mein Ding. War halt auch noch nie. So, und ja, bei Benefizkonzerten wie hier jetzt in der Arena oder mit der Art of Music Big Band, dann ist das eine Geschichte, die dann auch Spaß macht. Ja. Das ist, aber wenn ich sowas ständig wiederholen müsste, wäre das nichts für mich. Aber du bist ein typisch Trierer Jung, schon immer gewesen und du willst es auch bleiben. Deswegen dein Umzug aus der Eifel wieder hier nach Trier unter dem Motto, ich bin wieder hier in meinem Revier. Und wir wollen jetzt mal was hören von dem neuen Steff Becker mit der Steff Becker Band. Du bist die eine. Hören wir uns jetzt mal an. Und zwar ist das eine Live-Aufnahme. Von welchem Fest war das? Eine Sommerbühne in Bernkastel. In Bernkastel. Viel Spaß zu Hause. Schon weg, Hinternis viel Dreck, den niemand haben will, oh Gott sei Dank ist Schluss, den will auch keiner haben, bleiben zwar Panam, nun ist genug, es geht uns wieder gut, keiner wird nicht umgehen, komm lass uns umdrehen, keiner wird nicht umgehen, will nochmal zurück, nochmal zurück.
Dankeschön! Du bist die eine, Steff Becker Band. Wir hatten den Titel ja auch schon mal in einer Unplugged-Version, in einer der vergangenen Sendungen gehabt. Genau. Was ist das Neue daran, jetzt mit wieder mit einer Stromband zu arbeiten? Also es wird es auch Unplugged noch geben, nur in der Besetzung auch, die jetzt da ist. Ja, sag doch mal was zu deinen neuen Leuten. Wer ist dabei? Wen kennt genau. man? Was hat sich verändert? Verändert hat sich die Gitarre. Die Unplugged-Version, die wir hier hatten, da war der Hetti noch dabei. Und anfangs noch der Florian Turbing am Bass. Der hat uns aber leider verlassen. Der ist Richtung München, der Florian. Und der Hetti war ein paar Monate in Australien. Und dann haben wir uns entschlossen, erstmal die Unplugged-Geschichte auf Eis zu legen. Und haben dann das verrockt, praktisch. Und ja, das ist so gut, dass wir das jetzt halt einfach so gelassen hatten. Sind die Texte aktuell entstanden oder sind das auch teilweise so Schubladensachen? Man hat ja so ein paar Sachen, die hat man mal irgendwann angefangen, in die Schublade gelegt und denkt dann, irgendwann kommt da nochmal so eine Eingebung? Nee, oder? Eigentlich nicht. Also ich hatte ja nie vor, ein deutschsprachiges Projekt zu machen. Und irgendwann kam das halt so. Ne? Ich habe 40 Texte geschrieben in 48 Stunden. Also ich habe mir einfach so. Und dann haben wir sie vertont, halt zum Teil neu. Ja. Und halt auch noch, da sind noch einige Lieder von der Baugruppe früher. So. Ich habe mir die CD mal angehört. Sehr, sehr rockig, sehr druckvoll. So muss das sein. Kaum Balladen. Obwohl sich ja dein Organ wie ein Orkan auch würde quasi für sehr schöne Balladen eignen. Haben wir auch. Habt ihr auch, ja. Ja. Fällt natürlich auf, ist ein bisschen so beabsichtigt, so in Richtung, sage ich mal, Grönemeyer auch zu gehen, so ein bisschen. Nee, war das nicht beabsichtigt. Ist das Steff Becker Original, so wie er lebt und lebt. Ja. Ich meine, man wird immer mit irgendwas verglichen. Ja. Ne? Singe ich Englisch, sagen die Leute, ich singe wie Cocker oder Roger Chapman oder irgendwie so. Solche Vergleiche wird es immer geben, klar. Du bist aber auch ein Musiker. Obwohl ich jetzt nicht sage, dass mir Grönemeyer nicht gefällt. Ich mag den eigentlich sehr. Ne? Ja. Aber du bist aber auch ein Musiker, der sehr schnell und spontan und sehr schnellliebig ist. Und es würde mich wundern, wenn du jetzt bei dem Stand der Dinge mit dem neuen Album nicht schon wieder zwei Schritte voraus wärst, denn ich habe sowas Leuten gehört, das wird es demnächst auch in Mundart geben. Richtig. Ich glaube, auch an der Besetzung wird sich da nicht viel ändern, obwohl das eine Geschichte ist, die ich gern unplugged machen würde. Mhm. Also du willst doch wieder, wie in der Vergangenheit, hast du ja schon immer diese Unplugged-Schiene gefahren, sowohl wie auch diese Rockschiene. Ja, weil man sie halt auch immer und überall spielen kann. Mhm. Du kannst nicht überall mit 5, 6 Leuten eine riesen Anlage aufbauen, sondern Unplugged kannst du mit 2 Leuten machen, mit 3 Leuten, setz dich in die Kneipe, lese los und ab. Das ist so, ja, oder setz dich auf die Straße im Sommer. Ne? Dann bei deiner ganzen Arbeit als Musiker, du machst ja auch noch ein bisschen Kunst. Wieder. Was gibt's da? Gibt's da jetzt wieder so eine Art Fusion? Habe ich gehört, da ist so ein Musikladen entstanden in Trier. Genau, Freunde von mir haben einen Musikladen in Wittlich, einen großen. Und da sie in Trier wohnen, hatten sie sich beschäftigt damit, eventuell irgendwann mal nach Trier zu ziehen. Und ich kam dann auf die Idee und habe denen gesagt, man will doch nicht einfach eine kleine Zweigstelle machen. Ich unterstütze euch ein bisschen dabei. Und wenn ich dann auch selber noch die Möglichkeit habe, da Kunst auszustellen, dann wird das eine lustige Geschichte, sage ich mal. Und da ging der Druckzuck. Ne? Die fanden das super. Und ja, und dann war ich im Copyshop in Trier West und nebendran war Laden leer, da stand zu vermieten. Mhm. So, und dann haben wir zusammengesetzt und ich dachte, das wäre da eine Geschichte, der ist bestimmt auch ganz günstig. Und ja, da hat sich jetzt innerhalb einer Woche war dann der Mietvertrag unterschrieben und jetzt im Januar war Eröffnung. Ne? Und die unterstützt du nicht nur mit Ausstellungen deiner Kunstgegenstände, sondern du bist auch mal so im Laden. Ich bin da auch präsent und helfe da auch mit. Ja. Schwerpunkt auf Gitarren, der Laden?
Ja, Gitarre und Schlagzeug hauptsächlich. Mhm. Also weniger, also Keyboard eigentlich gar nicht. Und ja, jetzt sind noch Blasinstrumente da, aber das wird auch auslaufen. Mhm. Also Schwerpunkt ist Gitarre und Schlagzeug. Ne? Wir hatten es eben schon mal angesprochen. Ich bin zurück in Trier, hier liegen meine Wurzeln. Du bist wirklich ein waschechter Trierer und man kann auch geschichtlich verfolgen, ein bisschen was über deine Familie. Alte Handwerkstradition seit 1872 und du hast mir mal erzählt, wenn dein Großvater und dein Vater in Trier nach dem Krieg nicht die Kanalisation und die Rohre verlegt hätten, dann würden wir heute noch all zum Häufchen machen, an die Mosel laufen müssen. Ja, nee. so ungefähr. Aber die hatten also noch nicht mal die Kanalisation, aber die haben direkt wieder Wasser gebracht. Das heißt, es gab ja kaum einen Haushalt, der Wasser hatte, weil alles zerbombt war. Und die haben dann schnell und auch provisorisch alles wieder angeschlossen. Und das war halt eine Familie mit 11 Jungs. Und alle waren Klempner und alle waren selbstständig. Ja. Und alle hatten auch irgendwie so ein bisschen so eine künstlerische Art. Ja, einige dabei. Ja. Dein Vater hat zum Beispiel sehr viel geschrieben. Mein Vater hat über 200 Mundartgedichte geschrieben. Hat auch hier und da so im Verein Trierisch was gemacht. Oder mit dem Adi Merten, wenn der irgendwo eine Lesung hat, ist er dann auch mit, hat noch Musik gemacht. Also mein Vater auch. Du hattest mir mal ein Buch zur Verfügung gestellt. Da sind einige gute Sachen drin, die, denke ich, wäre natürlich auch zu vertonen. Das würde doch auch mal wieder. Ja, zum Teil hat mein Vater auch vertont. Und ich weiß noch nicht, ob ich das aufrichten will unbedingt. Muss man mal gucken, aber kann sein. Aber wenn wir jetzt schon bei der Mundart sind, ihr habt uns noch einen Titel mitgebracht, den wirst du gleich hier mit deinem Gitarristen, den hast du mitgebracht. Haben wir eben überhaupt schon über die Besetzung deiner aktuellen Band gesprochen? Nee. Ja, dann lass uns da nochmal gerade die Musiker Revue passieren sozusagen. Wer ist dabei? Genau, am Schlagzeug ist der Wolfgang Zehringer. Ja. An der Wölfi. Der Wölfi, besser bekannt, ja. An der Gitarre ist der Steffen Klein. Ja, der ist neu. Der ist neu, ja. Und an den Percussion ist der Benam Hassani, der übrigens auch eine neue Geschichte aufgemacht hat, also eine Percussion-Akademie. Und ja, ist wirklich sehr interessant, vor allen Dingen, weil er halt mein Liebster ist, der hat es wirklich. Ja, sensationell. Wenn einer Cajon oder Percussion lernen will, also der soll da hingehen. Und der Trend geht dazu, der Trend geht wirklich dazu. Es ist ein ganz interessantes Instrument und kann man richtig, er zeigt es, hat es bei einem deiner Auftritte, habe ich gesehen, mit Händen und Füßen und mit Ellenbogen mit und allem, man kann das Teil wirklich mit allem malletrieren, was man an sich hat und super, super toll. Aber wir hören jetzt mal einen Titel. Stopp, wir haben beim Bass haben wir den Thomas Bittinger. Ja. Der war ja auch schon öfters hier. Der war schon öfter hier, ist auch ein Dauergast in verschiedenen Formationen. Ja, ein absoluter Glücksgriff, lieber Kerl, guter Bassist. Ja, habe ich es all durch? Ja, klar. Ja. Okay. Und deinen Gitarristen hast du mitgebracht. Ja. Na, und wir hören euch jetzt mit einem Mundart-Titel. Ist das richtig? Genau. Von vorn. Und wie fängt sagt mal der Trier, von Vieren an. Fängt nochmal von Vieren an. Viel Spaß zu Hause. Kopf frei, ist ziemlich viel passiert. Wie dem auch sei, ich seh so ziemlich aufgeschmiert. Fäng gerade mal bei Null an, zuerst ging mir die Klammer. Gar nicht mal so schlecht, wie seht den Trierer Gamma? Yeah. Und wenn es nicht mehr geht, mach rein in dich.
fäng doch mal von vieren an, was soll ich dir da sagen? Die Maloch ist weg, die Frau ist auf dem Sprung. Der Staat sitzt wie ein Zeck, hat meist mich auf der Lung. Und wenn es nämlich geht, mach einen Tisch. Fäng doch mal vom Vieren an, was soll ich dir das sagen? Raus aus meinem Traum und die Finger heben. Mann, 20 Jahre Chaos, jetzt will ich wieder leben. Yeah. Oh, und wenn es dir nicht geht, mach einen Tisch. Von vielen an, was soll ich dir da sagen? Mm-hmm. Wenn es nämlich geht, mach einen Tisch. Fäng doch mal von vielen an, was soll ich dir da sagen? Von Vieren war das, Steff Becker, hier live bei uns im Studio. Und jetzt habe ich mal hier die selbst gebastelte CD-Hülle von Steff. Die nur auch für dich ist ja, genau. Limitierte die, also, Auflage. Limitierte Auflage, 1 von 10. Na, ein bisschen mehr, 50. Ja, er hat es auch selbst entworfen, dieses Cover. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Titel drauf. Ja. Und ja, 2 werden wir hören. Einen haben wir gehört, wir haben noch einen für nachher. Auch schon im Ansatz ein Mundart-Titel ja. drauf. Ne? Ja, ist eigentlich eine Geschichte irgendwann, die sich in der Jugend abgespielt hat. Und jetzt nicht so haargenau, ist ja klar. Und Rosi gibt es auch. Zwar nicht unter Rosi, aber Rosi gibt es. Und ich habe sie dann so mit eingebaut halt. Ne? Und ich fand das eigentlich ganz witzig, so der Übergang von erzählt auch ein bisschen von alten Kumpels, von alten Zeiten. Und dass man, wenn man weggeht, man trifft sie halt nicht mehr. Oder wenn dann nur ganz selten. Oder du bist völlig erschrocken, weil sie sich völlig verändert haben und so Geschichten. Und so ging es mal halt beim Rosi auch. Dann habe ich gesagt, komm, gehst mal vorbei. Guckst mal, ob wie Rosi sich verändert hat. Und dann bin ich dann auch schnell wieder weg. Also da beim Hören von Rosi ist mir eigentlich, ja, das ist der Steff, wie ich ihn kenne. Der zeigt auch so ein bisschen deine Rastlosigkeit, deine Ruhelosigkeit. Du stehst ständig unter Strom, du brauchst Gas. Immer. Ist das nicht ein bisschen anstrengend? Ich meine, man ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ja, aber so schlimm ist es nicht. Nee. Steckst du das so weg? Ich brauche das. Wenn ich das nicht hätte, würde ich krank werden, sag ich jetzt mal. Aber so schlimm, ich weiß nicht, andere Leute sagen immer, das wäre so viel oder ja, keine Ahnung. Ja. Aber kann ich jetzt nicht so empfinden, sage ich jetzt einfach mal. Politisch bist du auch aktiv, zumindest im sozialen Netzwerk. Das hatten wir ja schon bei der letzten Sendung, genau. Als du bei uns warst, müssen mal besprochen. Nimmst kein Blatt vor den Mund. Hat es dich auch mal zwischenzeitlich von Facebook verabschiedet? War dir das so dünn, so flach? Oder? Ja, da kommt dann mal so eine Ruhephase, brauchst du dann auch so. Und jetzt im Moment, in der Zeit, die man jetzt, sind Kommentare unterwegs von Leuten, wo man nicht so denkt, da ist man dann erschrocken und dann habe ich mich einfach mal ausgeklingt. Mittlerweile befasse ich mich dann auch damit, oder zumindest mal mit den Leuten, die mir wichtig sind. Aber ich denke, du brauchst in allem einfach mal eine Pause. Das heißt, ich habe das einfach mal auf Eis gelegt, bin aber wieder da. So lange hat es ja nicht gedauert. Also
Wenn wir schon einen Musiker haben mit deutschen Texten und der eben halt auch politisch aktiv ist, wie siehst du die aktuelle Lage überhaupt jetzt hier auch in Trier? Ich finde die, nicht in Trier speziell, aber ich finde sie im Moment, macht mir da ein bisschen Angst. So wie schnell Leute sich verleiten lassen. Oder wie viele Leute es gibt, die einfach nicht über den Tellerrand gucken, nur weil einer irgendwas einen Spruch in die Landschaft wirft und denkt, doch, das ist ja ganz nett, aber nicht danach guckt, dass die zum Beispiel die NPD das in der Welt gesetzt hat und so Geschichten halt. Ne? Dass das alles nur so oberflächlich ist, genau wie diese Pegida-Geschichte, das nervt ganz einfach. Ne? Und ich finde es halt schlimm, dass das einfach wieder wie damals so viele Mitläufer. Ich finde es erschreckend, dass die eine Demo machen mit 15.000 Leuten. Ne? Und dann gibt es wirklich wichtigere Themen. Da geht keine Sau auf eine Demo. Ne? Und dann denkst du, was ist denn hier los? Ne? Das sind so Geschichten, die mir ein bisschen Schiss machen. Es gibt Gott sei Dank eine gute Gegenbewegung. Und ich denke, in Trier ist das auch letztes Mal, irgendwann wollte die NPD wieder aufmarschieren. Da waren dann 10 Leute da und 350 Trierer. Da denke ich, ist dann ein gutes Verhältnis. Ja, ne? Also ich könnte sagen, hier haben wir dann noch ein bisschen heile Welt. Ja, Trier ist in allem immer ein bisschen später dran, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Steff Becker, zukünftig gibt es noch andere Projekte. Ich weiß, ich kenne dich ja. Du hast ja immer noch 3-4 Sachen auf der Pfanne. Ja, eigentlich nicht, aber das ist eine Geschichte, wo der Dirk Klinkhammer mich drauf angesprochen hat. Dirk Klinkhammer ist der Bassist von der Ulster Band, die zur Night of Music hier gespielt hat. Aber hauptsächlich hat er diese ganze Geschichte auch arrangiert, damals für den Sebastian Matz. Und wir hatten damals schon so ein bisschen Kontakt und er sagt zu mir, oh, wenn mal was ist, hast du da vielleicht Lust mitzumachen und so. Und dann hat er mir was geschickt per MP3, was er selber komponiert hat und halt auch getextet hat. Das ist dann wieder in Englisch. Und hat mir gut gefallen und jetzt haben wir vor, halt dem nächsten Konzert damit zu machen. Ja. Du bist also auch sehr, sehr großzügig und ständig benefizmäßig unterwegs. Und hält sich in Grenzen. Jo, aber ich denke, du gehörst mit zu den Rekord-Benefizern. Okay. Ist es so einfach, dich zu gewinnen jetzt oder muss die Sache auch stimmen? Sache muss stimmen. Also ja. Es gibt zum Beispiel Sachen, die würde ich nicht machen. Oder nicht mehr machen. Und ich habe es auch eingeschränkt. Also das, was ich mache und was ich jedes Jahr machen würde, ist, weil ich auch mit der Big Band sehr verbunden bin, ist halt die Geschichte in der Europahalle, immer so kurz vor Weihnachten. Also die Big Band, da bist du noch Mitglied, Ensemble-Mitglied. Genau, und ich bin da, werde da jetzt nicht gebucht. Das habe ich halt zurückgestellt. Aber es kann ja auch mal sein, dass irgendeiner Sänger ausfällt oder so. Mhm. Und dann ist das, so ist das ja auch entstanden. Ich habe damals, beziehungsweise hat der Big Band leider mich gefragt, ob ich da einspringen könnte, weil ihm 2 Sänger ausgefallen sind. Und dann ist dann so eine Geschichte, die mache ich dann gern, ist, dann, ist klar. Mhm. Und dann gibt es noch einmal im Jahr in der Tufa ein Benefiz für MS-Kranke. Die Geschichte mache ich auch und das wird sich dann dieses Jahr auch darauf reduzieren. Das sind so. Die Live-DVD hast du eben mal angesprochen. Wo wird das aufgenommen, wo wird das aufgezeichnet? Das ist die Geschichte, die wir komplett gefilmt haben hier von der Sommerbühne in Bernkastel. Das ist also jetzt in Vorbereitung, schnitttechnisch? Genau, die 2 Titel sind jetzt fertig und da folgen halt wie auf der CD, das sind 8 Titel, da folgen jetzt noch 6 Titel. Das wird dann geschnitten und ihr wisst ja, was das für eine Arbeit ist, wenn man dazu schneidet. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik, eben halt von der kommenden Live-DVD Steff Becker Band, der Titel Warum? Thank you.
nicht warum, will eigentlich nicht tun. Was trieb ich dazu, sowas zu tun? Du hast dir beliebt, einer wie sie nicht auf die. Fühl mich wie besoffen, mach mich so betroffen. Fragen und Fragen, was mir an die Stirn. Fragen und Fragen, zermacht das her. Ich kurz nur gekannt, musikalisch verwandt, spontan voller Ideen. Was hindert dich, da weiterzugehen? Fragen um Fragen, fass mir an die Stirn. Fragen um Fragen, dann macht er das her. Warum? Steff Becker Band, gab es auch mal einen sehr schönen Titel, Warum nur, von Udo Jürgens. Großartigen Künstler, die sterben uns ja im Moment unter der Hand weg. Das war ja ganz schlimm in letzter Zeit. Joe Cocker, Udo Jürgens. Okay, aber sie waren ja auch schon ein bisschen älter, oder? Genau, na, können sich nicht beklagen. Das Jahr vorher sind, sag ich mal, Leute im Bekanntenkreis von mir gestorben, die wesentlich jünger war, und sowas trifft mich dann halt mehr. Ja. Und ich denke mir so, Udo Jürgens, 80, ein absolut erfülltes Musikerleben, und fällt beim Spaziergehen um. Was nach Schönes einer kann erfolgreichen, man sich nicht vorstellen. Nach einer erfolgreichen Halbzeit-Tournee, ich meine, die sollte ja jetzt im Januar weitergehen. Ja, aber hat sowieso alles erreicht, was man erreichen kann. Ja. Und wäre ein Traum von mir, sage ich jetzt mal. Ich muss nicht moi sein, aber in dem Alter noch so fit, und dann mich so verabschieden. Verlassen wir jetzt das Reich der Toten und kommen wieder zu den Lebenden. Ist ja auch viel interessanter. Steff, wenn man über dich und deine Termine und über deine Kunst und wo du gerade bist und wo du dich aufhältst und was sich bewegt, was wissen will, gibt es da die Möglichkeit, internetmäßig was über dich zu erfahren? Ja, musikalisch auf jeden Fall auf der www.steffbecker.de. Blenden wir nochmal ein. Und ansonsten muss man Zeitungen, Facebook gucken. Mhm. Vor allen Plattformen werde ich natürlich dann Werbung machen. Aktuell sind jetzt Ausstellungen im Café Balduin, beim Palais e.V. am Balduinsbrunnen und da auch im offenen Bereich.
Und dann, wie gesagt, in dem Musikladen in der Hornstraße 7 sind auch ein paar Objekte von mir zu sehen. Super. Werden wir uns anschauen. Steff, ich danke dir für deinen Besuch hier bei uns. Du siehst mich jetzt auch eine Zeit lang mal nicht mehr. Das weiß man bei dir nie. Du kannst mich nächstes Jahr mit Sicherheit wieder anrufen und sagen, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache jetzt Oper und ich möchte meine neue Arie-CD bei dir vorstellen. Also ich bin auf alles gefasst bei dir und immer wieder gerne. Das war's schon wieder für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn jemand ein bisschen später sich eingeklinkt hat in unsere Sendung und sagt, oh, das ist ganz interessant, möchte ich gerne nochmals sehen, der hat die Gelegenheit auf www.ok54.de/mediathek, wir blenden es nochmal ein, hat die Gelegenheit, sich jederzeit diese Sendung noch einmal anzuschauen. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ihr Axel Schweiß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.